Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading der US-Session mit Marc Pötter. Ich freue mich sehr, dass Sie heute natürlich live dabei sind, aber natürlich auch, dass Marc wieder die Zeit für uns gefunden hat, hier die Veranstaltung mit FXLet zu machen. Von daher begrüße ich Sie hier an der Stelle ganz herzlich im Namen von FXLet. Mein Name ist Helsen Cardoso Neto und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungsinformationszwecken, ganz wichtig. Bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und auch sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was heute gezeigt wird. Sehr gut, dann schalten wir direkt mal rüber. Die letzten 2 Tage waren ja sehr interessant. Und ich bin mal gespannt, wie Marc den ganzen Markt entsprechend sieht. Viel Erfolg und viel Spaß. Hallo, auch von meiner Seite, Nelson, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ganz kurz noch, wer mich nicht kennen sollte, Marc Pötter, mein Name, Trader und Investor, habe eine eigene Firma, aber will gar nicht jetzt zu lange sich um mich kümmern, sondern wir wollen ja direkt mal schauen, was passiert ist. Nämlich Folgendes: Wir haben ja zwei Sachen sogar. Also auf der einen Seite hat Trump die US-Wahl gewonnen, was auch dann zu einem Kurssprung führte an den Börsen, vor allen Dingen dann im Dow Jones. Der ist regelrecht nach oben gekracht. Auch der Nasdaq mit einem riesen Gap aufgemacht nach oben, hat sehr, sehr stark gewonnen, auch von den Stimmen gewonnen, also auch das absolute Votum erreicht. Damit haben wir nicht jetzt so viele gerechnet. Auf der anderen Seite auch bei uns in Deutschland ja spannend geworden, nämlich die Ampel ist zu Ende. Und die FDP wurde sozusagen rausgeworfen, einfach weil man sich nicht auf die zukünftige Politik einigen konnte. Also auch da gibt es dann Neuwahlen. Wann weiß man nicht so genau, aber zumindest kann man sagen, dass dann doch da sehr viel Futter ist, auch für die ganzen Börsen. Kurzfristige Wirtschaftsdaten haben wir auch gehabt heute schon, nämlich um 14:30 Uhr die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Ja, die haben wir auch schon gehabt, die hat der Markt relativ gut verdaut. Das war jetzt kein großer Ausschlag, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Na, heute Abend wichtig, da wird es natürlich interessant werden, 20 Uhr Zinsentscheid der Fed. Na, und 20:30 Uhr dann die Pressekonferenz. Also da bin ich mal immer sehr gespannt. Ihr seht es hier, dass man schon davon ausgeht, dass sie nochmal um 0,25% senken möchten. Also dann von 5% auf die 4,75%. Also das könnte aber, das ist auch typisch so, dass dann halt während der Pressekonferenz dann Bewegung reinkommt. Also das wird spannend heute Abend werden. So, wir gehen mal direkt in die Plattform rein. Und da sehen wir nämlich, dass es auch hier im kurzfristigen Bereich der Nasdaq schon nach oben zieht. Aber wir können auch mal eben ins Tageschart auch nochmal sehen. Dann sieht man das hier. Und hier ist diese Riesenkerze nach der Wahl, die so nach oben dann gezogen hat. Wir sind also endlich auf einem neuen Allzeithoch. Ich habe es ja schon vor einigen Monaten gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir hier auf ein neues Allzeithoch streben werden, einfach weil ja auch schon der S&P 500 und DAX und Dow Jones, die anderen Indizes, die hatten schon längst ein Allzeithoch. Das hatten wir hier noch nicht. Na, und auch lustigerweise der DAX steigt. Ja, was ganz interessant ist, weil eigentlich sagte man gestern, na, der DAX fällt, weil es zu Strafzöllen kommen kann für Autobauer, für Deutsche und dergleichen durch Donald Trump. Auf der anderen Seite, jetzt mit dem Ampelaus anscheinend, sind alle so happy, zumindest die Börsianer, dass die Kurse da wieder steigen und diesen Effekt entweder kompensieren oder aber auch, dass der Effekt vielleicht sogar schon vorbei ist, ne? Weil natürlich, ich sag mal, wenn Trump es schafft, die Amerikaner oder die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln, die Amerikaner sind neben der EU unser Haupthandelspartner und dementsprechend ist das natürlich auch dann gut für die deutsche Wirtschaft. Na, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen anderen Differenzen, die man da haben könnte oder sowas. Also das ist immer interessant dann, wie die Börse darauf reagiert. Also DAX heute deswegen gut im Plus. Ich denke auch, dass wir da noch ein bisschen steigen werden. Deswegen werden wir auch gleich gucken, ob wir hier noch einen Long-Einstieg kriegen können nach 15:30 Uhr. Aber wir sehen auch hier im Tageschart ist der Indikator auch schon umgesprungen auf Long, also quasi genau mit dem Ausbruch übers Tageshoch. Also auch hier beim neuen Allzeithoch ist ganz klar, Trend ist Long. Da müssen wir nicht viel gucken. Dow Jones sieht es ein kleines bisschen anders aus. Der war sehr, sehr stark nach der Wahl. Hier sieht man es, also Wahnsinnskerze, wie die nach oben ging. Also hier können wir vielleicht nochmal einen kleinen technischen Rücksetzer haben, aber auch grundsätzlich natürlich
sind wir hier long eingestellt. Ne? Aber ihr seht es hier, hier sind wir noch im Ziprot. Also hier möchte ich erst wieder long einsteigen wollen, wenn wir auch dann vom Indikator die grüne Kerze bekommen, dass wir dann mit dem Momentum long einsteigen wollen. Ja, aber von daher gibt es da gar nicht mal jetzt so viel Unbekanntes zu sagen. Oder? In dem Moment, wenn wir auf Allzeithoch sind, wenn die Märkte steigen, dann will ich als Trendtrader da natürlich dann auch in die Richtung einsteigen. Gold können wir uns auch nochmal kurz anschauen. Ja, auch im Weg nach oben ja auch sehr, sehr stark dieses Jahr. Ja, lustigerweise sieht man in dem Moment, wenn die Gelder sehr stark in Aktien gehen, dann gehen sie aus dem sicheren Hafen raus. Und das hat man hier gesehen, dass also Gold gestern das abverkauft worden ist. Nichtsdestotrotz, Rücksetzer in Gold waren bisher immer so, dass sie aufgekauft worden sind. Also nach dem Motto buy the dip. Und dementsprechend hier, ja, sieht man es auch, also langfristiger Aufwärtstrend. Ja, das heißt also auch hier, ne, trotz der starken roten Kerze, möchte ich long probieren, reinzukommen. Hinweise auch hier wieder auf die Stunde zurück. Auch die sieht natürlich sehr schön positiv heute aus. Und dann auf die 5 Minuten, dass wir das nochmal sehen können. Wollen aber da noch den 6 Minuten bis 8 Minuten die Markteröffnung abwarten. Aber das so schon mal zum Big Picture, was wir haben. Also grundsätzlich die Börsenstimmung, denke ich, bei allen gut. Ja, bei Gold auch. Der Euro wurde jetzt ein bisschen abverkauft, das kann man mal sehen. Ja, aber auch der kommt heute wieder hoch, wie man sieht. Ne? Also gestern sehr, sehr starker Abverkauf, aber heute schon wieder Korrekturmodus. Ne? Also da sieht man das alte Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine, ist anscheinend auch hier etwas dran. Die Aktienmärkte steigen generell, also da gehe ich davon aus, dass auch wenn es durch die Politik nach oben getrieben wurde, ne, einfach das ist dann einfach nur eine Beschleunigung, könnte man sagen. Also nach meiner Meinung nach, das hab ich vor den Wahlen gesagt, wäre es egal gewesen, ja, ob eine Harris gewinnt oder ein Trump gewinnt. Ja, grundsätzlich wären jetzt beide für die Aktienmärkte zumindest weiterhin positiv gewesen. Ja, also ansonsten hätten ja die Märkte unter beiden fallen müssen und eine Harris hätte ja die Politik von beiden so fortgesetzt. Ne? Also deswegen denke ich nicht, dass wir dann oder dass die Börse da dann genau andersrum aufgemacht hätte. Ja, vielleicht Trump noch ein bisschen wirtschaftsfreundlicher, deswegen gab es nochmal diesen Beschleuniger, aber so grundsätzlich Märkte sind im Aufwärtstrend und wenn da irgendwas gewesen wäre, was die Börsianer als schlecht erachtet hätten, dann hätte man das auch irgendwo im Kursverlauf vorher gesehen. So, machen das nochmal klein, dass wir die 4 Hauptmärkte aufhaben. Was ist eure Meinung zu den Märkten, zur Wahl, zur Ampel? Gerne mal reinposten. Natürlich auch so im Bezug auf die Börse. Also ich zum Beispiel werde mir also auch bald mal wieder so die gefallenen Engel sozusagen anschauen in der deutschen Firma. Ich hatte zum Beispiel früher mal gehabt eine BASF, damals eine super Firma, super Unternehmen, ja, Kursgewinne jedes Jahr, Dividendenrendite 4-5% gehabt damals. Ja, und die sind natürlich dann im Rahmen der Ampelpolitik bzw. der Energiekrise natürlich sehr stark abgestraft worden. Bei solchen Sachen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da in naher Zukunft, also im halben Jahr, in einem Jahr dann auch wahrscheinlich den Boden finden kann und dass die sich auch dann wieder positiv entwickeln, wenn an den Energiepreisen etwas geändert wird. Also das sind so Sachen, immer so ein Wechsel in der Politik sind natürlich auch für gewisse Branchen oder gerade für Branchen Chancen, die ich mir dann in meinem langfristigen Depot anschaue. So, jetzt müssen wir mal gucken, an den 25 haben wir erst, ich hatte gerade schon 15:30. Ja, und wo ich mich also auch dann schon relativ frühzeitig darauf vorbereite, einfach, dass man auch dann so einen guten Branchenüberblick bekommt, einen Landesüberblick, weil natürlich gerade dann die deutschen Werte da stärker abgestraft worden sind, was man ja auch an der Industrieproduktion sehen konnte, wie stark die gefallen ist. Ne? Aber wenn es da natürlich einen Turnaround gibt, dann sind das natürlich auch Aktien, die dann sehr, sehr günstig sind, ja? Weil eine BASF und auch andere Werte, die stehen beim KGV von 6-7 oder sowas. Ja? Also das heißt fundamental, ja, wenn die Gewinne so bleiben, das ist ja immer so die
Grundannahme, deswegen sind sie ja so günstig, weil man davon ausgeht, dass die Gewinne weiter schrumpfen. Aber wenn die Gewinne so bleiben, das heißt, wenn es einen Turnaround im positiven Sinne gibt, dann ist das natürlich ein super Schnäppchen, was man da machen kann. Und deswegen ist das etwas, was ich dann jetzt so langsam gucke, dass ich kaufe da noch nichts, sonst würde ich es hier sagen. Aber zumindest schon etwas, dass ich jetzt diese Sachen mir dann anschauen möchte, so fürs nächste Vierteljahr, nächste halbe Jahr. Ja, aber wir müssen ja mal daran denken, die Börse handelt die Zukunft. Das heißt also, wenn schon mal alles unter Dach und Fach ist, dass die Energiepreise günstiger sind, in dem Moment wird die Aktie schon sehr weit gelaufen sein, wenn das denn so kommt. Ja, das heißt also, wenn man in sowas günstig reinkommen will, muss man schon immer frühzeitig antizipieren und das kann man auch dann sehr gut über eine Chartanalyse machen. Na, wenn man der Meinung ist, fundamental unterbewertet und dann mit einer technischen Analyse, dass man dann so einen Umkehrpunkt irgendwo probiert und da schon mal mit einer ersten Position reingehen kann. So, wir haben jetzt noch 3,5 Minuten. DAX traue ich eigentlich heute am meisten zu, da will ich sogar schon mal eine Order legen. Na, ganz klassisch hier auf das alte Hoch. Gehen wir hier drunter. Ja, das passt wunderbar. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir heute sogar noch hier über das Hoch von gestern drüber gehen. Aber das werden wir gleich sehen. Das kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen. Aber dass ich dann hier schon mal die Order drin habe, wie gesagt, Dow Jones, da denke ich, da haben wir noch keine Eile, weil wir hier ja auch noch im leichten Abwärtstrend drin sind. Nasdaq, schauen wir mal, der schlägt typischerweise bei 15,30 etwas mehr aus als ein DAX. Also auch das will ich schon mal abwarten, aber einen Index wollte ich schon mal reinlegen, dass wenn es so einen schnellen Dip nach unten gibt, dass ich dann da hoffentlich dann mit der Umkehr in die Bewegung nach oben reinkommen kann. Anderthalb Minuten noch, die wollen wir eben abwarten. Und dann wird es auch losgehen. So, 45 Sekunden. Dann haben wir die Markteröffnung in den USA. So, jetzt müsste es losgehen. Und das tut schon nicht viel.
Pivotpunkte sind relativ weit weg. Nochmal hier ein bisschen rauszoomen, dass wir mal gucken können, wo da doch die relevante Stützungen sind vom Vortag. Na, hier, das können wir uns mal einteilen, so ein Einzeichen, so ein schönes Doppeltop. Und ansonsten haben wir hier schon genau so ein altes Hoch, wo er wunderbar weggedreht ist. Also das brauchen wir jetzt nicht nochmal. So, hier so in dem Bereich. Ich wundere, dass ich das drin habe, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr reinzoome, dass wir es besser sehen können. Ja, Nasdaq zieht schon wieder weiter. Nein, DAX kommt noch ein bisschen runter hier. Wir sehen es, ne, war hier oben vorher ein kleines bisschen abverkauft worden. Aber die Unterstützung, da überlege ich mir jetzt auch gerade. Den ich probieren soll, direkt zu handeln, das heißt direkt mit der Limit Order. Doch, möchte ich mal probieren. Da die 45, müssen wir 1,5 Punkte drüber. So, das kann ich auch nochmal ordern. Das passt, und dann liegt die aber schon mal. Alternativ will ich auch hier nochmal auf die eine Minute. Na, wenn wir hier grün werden, auch dann würde ich probieren, long reinzukommen.
Nasdaq steigt jetzt schon wieder. Hätte ich auch gehofft, wenn wir, dass wir hier zumindest mal einen etwas größeren Rücksetzer haben, also ähnlich auch wie im DAX, dass wir noch ein bisschen größeren Rücksetzer haben. Und auf der anderen Seite, wenn sie steigen, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ist gut für die Aktien. Aber deswegen konzentriere ich mich jetzt auf den Dow Jones, weil ich davon ausgehe, dass wir hier da so eine Umkehr haben können. Schauen wir mal, Dow Jones bleibt noch etwas auf der Stelle und da habe ich noch keine Eile reinzukommen. Na, vielleicht mache ich jetzt hier nochmal tief, damit etwas tief und tief reinkommen können. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Gucken wir hier die Bewegung abmessen vom Fibonacci, wo wir da landen. Ja, da hat er schon die 118 gemacht, wäre dann etwas hier oberhalb der 138. Das wäre aber in Ordnung. Also auch von daher wird es für mich passen. Da möchte ich gern so drin lassen. Oh, Nasdaq sieht jetzt richtig hoch. Ist von euch jemand im Nasdaq drin oder reingekommen oder schon länger drin im CFD-Bereich? Schon sehr stark, ne? S&P ja auch sehr stark aktuell. Ja, die großen Werte, die ziehen echt stark nach oben, mein lieber Mann. Aber habe ich ja nichts gegen. Wäre natürlich auch hier nochmal gern mit reingekommen. Wie gesagt, was echt interessant ist, dass halt ein DAX auch so nach oben zieht. Und da kann man halt jetzt nicht feststellen, hätte er das auch gemacht ohne Ampel aus. Also war einfach so ein Störfeuer gestern, so der erste Schreck vor Zöllen oder sowas. Oder aber ist das tatsächlich, wenn man sagt, so jetzt mit einer neuen Regierung, wirtschaftlich wird's besser, ne? Ja. Ja, Gold auch noch so ein bisschen auf der Stelle. Relativ wenig gemacht jetzt in den letzten 10, 15 Minuten.
Also Frage kommt, wie seht ihr Gold? Ist das schon genügend abgestraft oder geht es aufgrund von Trump noch mehr runter, sodass die Amis jetzt eher in Aktien gehen? Also was ich so sehe, ist, dass Gold mittlerweile eine vollwertige Anlageklasse ist. Also dass man das halt nicht mehr nur hat, dass also tatsächlich viel Geld abgezogen wird, ne? Weil auch wenn wir das jetzt mal hier in dem etwas längerfristigen Content sehen, ich gehe nochmal hier auf den Tagesschart eben, na, Dow Jones verpasse ich nichts, okay. Also auch hier sieht man, dass wir da eigentlich auch mit dem Aktienmarkt einfach halt langfristig mitsteigen. Also wir haben ähnlich sogar im Prinzip 22 haben wir die gleiche Delle in Gold, wie wir es bei Aktien hatten. Das heißt also, natürlich ist Gold ein sicherer Hafen in dem Sinne, dass es tatsächlich nicht so stark schwankt oder auch meistens sich etwas eher erholt, aber in den Krisen geht auch Gold immer erstmal runter, lustigerweise. Ja, und das kommt, was heißt lustigerweise, das kommt daher, einfach weil mittlerweile Gold als eigene Asset-Klasse, als eigene Anlageklasse gesehen wird. Und dann ist halt so, wenn die großen Marktteilnehmer aus Aktien rausgehen, dann ziehen die überall Geld ab. Ne? Und deswegen ist auch so, dass mittlerweile Bitcoin ja auch nicht mehr unabhängig ist vom Aktienmarkt, sondern beim Aktiencrash haben wir auch immer jetzt mittlerweile auch einen Bitcoin-Crash und auch einen kleinen Gold-Crash und dergleichen. Also von daher für mich ist das hier, ne, auch wenn wir es hier im Tagesschart sehen, sind das Möglichkeiten, wo ich halt im Prinzip nachlegen kann. Also ne, ganz im Gegenteil wäre es sogar so, wenn wir jetzt hier und dieses alte Tief gehen würden, dann hätten wir sogar eher, dass wir sagen müssen, Vorsicht, ne, wir haben schon den ersten Trendbruch. Jetzt hier sind wir tatsächlich diesen ganz normalen Rücksetzer, wie wir es halt immer wieder haben. Ne, hoch, runter, aber immer mit höheren Hochs, höheren Tiefs. Also von daher für mich sieht das Chart weiterhin gut aus. Weil deswegen auch so die Überlegung, dass ich auch kurzfristig jetzt hier eher long reinkommen möchte, wenn wir hier wieder ein bisschen korrigieren. Jetzt kommt der Dow Jones mal runter. Na, soll er gern machen. Dann würde ich halt mit dem Tief und Tief hier über die Limit Order reinkommen. Hat mir grundsätzlich gut gefallen. Na, auch natürlich, wenn man jetzt sagen könnte, ja, Marc, warum machst du das denn? Das ist doch das tiefere Tief. Du sagst doch immer, das tiefere Tief ist ja eher dann die Bestätigung vom Abwärtstrend. Das ist natürlich insofern richtig, wenn es um den sehr, sehr kurzfristigen Trend geht, den wir halt heute haben. Aber natürlich, wenn wir vorher also diesen Trend haben, dann ist für mich der starke übergeordnete Trend maßgeblich. Und deswegen ist es dann sogar für mich in Ordnung, wenn wir hier das tiefere Tief machen, dass ich halt dann probiere, in Long-Richtung einzusteigen. Ne, ähnlich wie wir das ja auch halt haben. Also das ist ja auch zum Beispiel die Logik, die wir bei einer Flagge haben. Ja, ihr kennt vielleicht so die Konstellation Flagge, Wimpel. Da geht es halt auch darum, dass wir sowas haben. Und dann haben wir Flagge und dann soll es im Prinzip weiter raufgehen. Ja, und der einzige Grund, dass man das so sagen kann, ist halt einfach, weil dieses Stück hier dominant ist. Weil sonst wäre gerade hier, wenn es halt, ne, wenn es halt so runtergeht, ist es natürlich also ich sag mal, ohne das hier wäre das ja ein total intakter Abwärtstrend. Ja, und deswegen funktioniert also auch, also Flagge, Wimpel, ist das so wichtig, dass wir halt diesen großen Mast haben. Ja, ansonsten würde das halt gar nicht funktionieren. Nur dass der Unterschied dann zum Beispiel zu einem gleichschenkligen Dreieck oder aber zu einem aufsteigenden Dreieck, sorry, aufsteigenden Dreieck ist dann so, ja, einfach weil wir da natürlich den Trendbruch bei allen drei Arten noch nicht haben. Deswegen kann das auch in einem ganz normalen Aufwärtstrend passieren, aber dieses quasi, dass wir diesen kurzfristigen Abwärtstrend haben, deswegen brauchen wir vorher diesen starken Impuls, dass wir da sozusagen hier nur so eine Verschnaufspause einlegen. Also das ist wichtig, also das sind so Kleinigkeiten, wie man es halt dann doch also auch logisch folgerichtig erklären kann, dass man weiß, aus welchem Grund freue ich mich sogar, wenn wir hier nochmal ein tiefes Tief haben.
Ne, einfach weil wir hier die starke Unterstützung haben. Und deswegen stört es mich nicht, dass wir mit dem tieferen Tief diesen Mini-Abwärtstrend sozusagen bestätigen. So, hier will ich rein. Zack. Jetzt hat er leider das etwas tiefer tief nicht gemacht, aber ist nicht schlimm. Das ist ja das, was wir als Trader brauchen, dass wir irgendwo flexibel mit dem Markt gehen können. Und wenn er halt jetzt im Prinzip schon vorher die Umkehr macht, weil das sind ja immer nur so Zielzonen, die man hat. Ja, ich meine, wir zeichnen natürlich immer eine exakte Linie ein, dass wir sowas machen, dass wir genau sagen, das Tief ist genau bei 64,09. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, dass man sagen kann, er wird genau bei 64,09 drehen. Ja, also dafür sind auch die Dezimalstellen von den Indizes sind viel zu viel. Ja, also man sieht ja auch hier, wenn er tickert meistens von 24, 26 auf 76 hier hinten. Also der tickert ja nicht von 26 auf 29, sondern auf 31 in der Nachkommastelle. Also von daher, das sind dann halt eher so Zielzonen, die wir da haben. Also dass wir dann sagen können, hier unten so in dem Bereich zum Beispiel, da könnte der Kurs drehen. Ja, so, das sind eigentlich im Prinzip so die Marken, die wir haben. Und deswegen können wir im Prinzip das halt nicht sagen. Der war jetzt nicht ganz genau dran an der Unterstützung. Deswegen passt das nicht, sondern ne, das, was ich halt haben wollte, ist, dass er mal runtergeht, weil wir auch hier schon unten waren. Also dann zumindest erstmal dreht und auch zeigt, dass er oder dass Marktteilnehmer da sind, die den Kurs nach oben drücken wollen. Also das war die Grundidee hierbei. So, machen wir das mal weg. Na, ich glaube, den DAX-Trade, den können wir erstmal rausnehmen. Schon lange nicht mehr so eine intensive Woche gehabt, ne? So viele Events auf einmal. Ja, das ist natürlich auch nett, dass dann die deutsche Bundesregierung auch sagt, ach, die Woche, die ist, da fehlen noch ein paar Ereignisse, da hauen wir auch noch mal mit rein. Ja, das stimmt wohl. Aber schön, also zum Traden ist im Prinzip sowas schön. Das ist ja viel angenehmer. Ich meine, auch zum Beispiel hier, da denkt man ja auch, der DAX ist relativ ruhig und dann misst man das mal ab, dann sind das halt auch schon hier 70 Punkte. Also das ist so, wie es eigentlich im Prinzip früher immer war. Du kannst dich noch daran erinnern, ne? So, ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir abends Live-Trainings gemacht, so um 8, 9 Uhr und dann
in einer halben Stunde hast du 3, 4 Trades gemacht. Aber nicht irgendwie, wo man sagt, oh, jetzt ist das Webinar, man muss da rein, sondern das war ein sauberes Signal und das dann in 1 bis 2 Instrumenten. Aber so ist das halt. Das ändert sich immer wieder ein bisschen. Dann mal werden die Märkte ein bisschen träger, mal auf einmal gibt es Ausbrüche noch und nöcher. Aber leider ist halt dann sogar häufig so, dass es dann über ein paar Jahre in die eine Richtung geht, ein paar Jahre in die andere Richtung. Also kann sein, dass sich das dann wieder ändert. Aber diese Muster, die wechseln halt immer mal wieder. Ne? Und das macht es natürlich auch schwierig, weil natürlich jeder Marktteilnehmer oder gerade die Marktteilnehmer, die kein Geld verdienen, sich natürlich anpassen. Ja? Und dann kommen halt wieder ganz, ganz andere Muster und dann müssen sich die anderen wieder anpassen. Was ist denn deine Meinung, Nelson, zum weiteren Verlauf? Versuch's auch immer wieder, ne? Immer, immer. Naja, erstmal kommt heute Abend nochmal die Fed, wobei da, also dass die cutten werden, ist ja schon fest eingepreist. Jetzt kommt da einfach nochmal drauf an, wird das eher ein dovischer Cut, neutral oder eben ein hawkischer. Und da wird es viel auf die Erklärung kommen, wie die Fed sich positioniert und aktuell die Situation sieht und natürlich dann auch später die Pressekonferenz. Aber erwartungsgemäß oder was eingepreist ist, wird er ein neutraler Cut heute sein. Na gut, das ist ja schon mal ganz gut, weil ja doch die Inflation vor ein paar Monaten noch Kopfschmerzen verbreitet hat, aber jetzt ja anscheinend nicht mehr so das große Thema ist. Da ist doch schon mal für die Märkte zumindest ganz gut. Das einerseits, andererseits hatten die ja dann den Fokus auf den Arbeitsmarkt gelegt und letzte Woche haben wir einen schwachen NFP-Report gesehen, also schwache Zahlen oder nicht mehr so starke. Wird interessant sein, ob die darauf eingehen werden oder erstmal weiter sich die Daten anschauen wollen. Daraus ableitend wird er dann sein, ob sie diese Zinssenkungspfad beibehalten oder vielleicht auch erstmal pausieren. Ja, also ich muss sagen, ich konnte aus den Arbeitsmarktdaten am Freitag relativ wenig rauslesen. Ich wusste, dass sie deutlich schlechter ausfallen würden, einfach weil ja schon viele Unternehmer prophylaktisch keine neuen Stellen geschaffen haben, aufgrund des Unwetters in Florida, aufgrund von Streikmaßnahmen und dergleichen. Also von daher, da weiß ich jetzt gar nicht sozusagen, wie viele 10.000 Arbeitsplätze muss man da jetzt hinzuaddieren. Ohne dieses Unwetter, ohne die Streiks. Also da würde ich sogar eher mal vermuten, dass die wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ausgefallen wären, wenn wir das nicht gehabt hätten. Aber das ist natürlich jetzt so eine Mutmaßung, weil ich jetzt nicht wüsste, wo ich diese Zahlen nachlesen könnte oder ob man die Zahlen nachlesen kann. Glaube ich eher nicht. Aber haben wir, glaube ich, sogar auch in dem Webinar darüber gesprochen gehabt. Wenn man natürlich auch noch das Fragezeichen, wer jetzt tatsächlich auch Präsident wird oder nicht, daraus ableitend auch, wie die Wirtschaft sich dann auch weiterentwickelt oder wie die Politik sein wird. Wenn wir jetzt in den nächsten Zahlen sehen, ob sich das wieder relativiert, normalisiert oder doch etwas sich verändert hat. Nasdaq will noch die 21 jetzt sehen. Ja. So, ich würde mich nur freuen, wenn der Dow Jones jetzt auch langsam wieder weiter anziehen würde.
Auf jeden Fall Trump Media heute nicht so stark. Vielleicht einige Gewinnmitnahmen. Das hatte ich auch schon gelesen, ja. Minus 15% aktuell, war fast minus 16%. Ja, da ist auch Musik drin im Kurs, ne? Weil das ist jetzt nicht wenig, minus 16%. Ja, definitiv. Also, wenn man überlegt, Mitte September, da stand die Aktie noch bei knapp 12 Dollar, dann hoch auf fast 55 gestiegen. Jetzt wieder bei 30. Also da ist auf jeden Fall Wohler drin. Tesla natürlich auch profitiert. Nestle? Tesla. Achso, Tesla. Stand Nestle. Tesla. Das ist für mich überraschend, weil die seit 3 bis 4 Jahren fallen. Aber die haben ja jetzt auch einen neuen CEO. Also von daher vielleicht auch ein guter Turnaround-Kandidat. Mal gucken irgendwann. Also ich habe es noch nicht, aber das sind halt so Sachen, die ich mir dann jetzt dann auch so angucke, wo die anderen Werte so gut angestiegen sind. Ja, Tesla glaube ich. Ne? Ich meine, Elon Musk wird ja unter Umständen auch einen Beratervertrag kriegen dann noch für die US-Regierung. Das wird ja dann auch zumindest nicht schädlich sein für Tesla. Ja, gestern 15% gemacht, auch mit einem riesigen Gap-up. Heute auch wieder stark. Ja, die Verbindung von Nestle zu Trump hätte mich jetzt interessiert, wie du das jetzt geschaffen hättest. Ich weiß nicht, ob er Vitell Mineralwasser trinkt oder so. Jetzt müsste der Dow Jones auch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ah, schade hier, dass der Nestle da nicht trotz seinen Rücksetzer gemacht hat, aber gut. So ist das. Na, ich bin kein Trader, der so gern nachspringt. Nur auch natürlich, wenn man jetzt in dem Augenblick denkt, hättest du mal gemacht, wäre im Prinzip gut gegangen. Aber ich weiß einfach so, dass so von den Auswertungen, zumindest so wie ich handle, dass das davon von der Auswertung her für mich schädlich ist, wenn ich in sowas nachspringe, obwohl ich mich trotzdem immer wieder ärgere, wenn ich natürlich sehe, man hätte nachspringen können, aber es ist da immer wichtig, dass man dann alle Signale, die man damit traden würde, sich anschaut und dann zumindest vom Großhirn weiß, na, dass es keinen Sinn macht, auch wenn natürlich das Bauchgefühl in dem Moment sagt, ja, wie blöd, hätte man ja mal traden können oder so, ne? Ja, ansonsten Bitcoin ruhig, Öl ruhig jetzt seit der Eröffnung. Auch ja, Euro, US-Dollar ist ein bisschen gestiegen. Der Euro zieht aber, glaube ich, grundsätzlich an heute. Ne? Ich glaube auch in Yen zieht er ein bisschen an und sowas. Hier ist der Euro-Dollar, ja, zieht weiter hoch. Da schon einiges wieder aufgeholt seit gestern. Kann sich heute Abend wieder ändern. Ja, das stimmt. Da ist der Euro-Schweizer Franken wieder ein bisschen besser geworden.
Okay, so von meiner Seite nochmal kurz, was mache ich mit dem Trade? Ich möchte gerne den Stop auf Entry ziehen, wenn wir hier über dieses Hoch gehen, also über die 822. Vorher mache ich hiermit nichts. Wird auch jetzt, wenn jetzt auch mein Bauchgefühl sagt, ja, höchstwahrscheinlich fällt er jetzt, weil er einfach nicht in Schwung kommt. Ich sagte ja schon ein paar Mal, dass wir deswegen ja eine Strategie brauchen, weil das Bauchgefühl, oder zumindest mein Bauchgefühl, da immer noch schlecht ist, auch nach 14 Jahren hauptberuflicher Tätigkeit. Deswegen möchte ich dem doch die Chance geben, dass wir hier oben rüber gehen, damit den Trend bestätigen. Dann sollte meines Erachtens auch Momentum kommen. Aber wenn das halt nicht kommt, dann ist es auch für mich in Ordnung, wenn er dann hier plus minus null ausgestoppt wird. Ansonsten, na, will ich einfach hier die Luft lassen, die ich gegeben habe. Deswegen habe ich das Risiko ja so ausgerechnet, na, dass wir hier wieder circa unsere 250 Euro haben. Und entweder steigt er dann oder fällt. Ne? Aber einfach, dass ich da einen klaren Plan habe, was will ich wann machen. Und dass ihr da auch Bescheid wisst. Und ja, Nasdaq ist jetzt so ein bisschen weggelaufen. Muss man später mal gucken. Ne? Kann ich jetzt ein wenig zu sagen. Grundsätzlich halt alle Sachen, die wir hier sehen, natürlich im Aufwärtstrend. Ne? Und da bin ich rein technischer Trader. Ich will mir dann nicht überlegen, ne, könnte das jetzt eine Überbewertung sein, weil sowas kann halt auch Tage, Wochen, sogar teilweise Monate anhalten. Und dementsprechend will ich da halt rein technisch agieren. Also das, ne, was ihr wahrscheinlich auch dann schon so von meinen Aussagen kennt. Ja, und dann bin ich mal im Prinzip sehr gespannt. Ich werde definitiv heute Abend auch vom Rechner sitzen und schauen, weil da dürfte auch die Wohler sogar noch mal ein bisschen auseinandergehen. Auch gerade so in Währungspaaren. Also das ist tatsächlich so, dass ich mir bei Zinsentscheiden oder auch bei Arbeitsmarktdaten, da schaue ich mir sogar sehr viel im Euro-Dollar und sowas an, weil der da einfach enorme Wohler bekommt, erfahrungsgemäß. Also da wird es dann halt richtig interessant, weil es ist ja nicht so, dass ich hauptsächlich die Indizes handle, weil ich sage, ich mag keine Währungspaare, sondern ich bin da absoluter Pragmat. Ich mag die Sachen, die stärker schwanken und die für mich einen kleinen Spread haben, also kleine Kosten haben. Und in dem Moment, wenn natürlich bei Daten die Währungspaare wieder stärker schwanken, die Kosten bleiben ungefähr gleich, dann ist da das Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch wieder besser, als das zu normalen Zeiten ist. Frage kommt, hat die Zinssenkung auf Gold eine Auswirkung? Wenn ja, eher long oder short? Das hängt immer so ein bisschen dann mit den Aussagen ab, aber ich sag mal, von der Grundtheorie her ist die Zinssenkung für Gold positiv. Einfach halt, das kann man sich so vorstellen, wenn du einen Zinssatz hättest von 50%, dann würdest du tendenziell lieber dein Geld aufs Sparbuch legen, als dass du es in Gold anlegst, wo du keine Zinsen bekommst. Also das heißt natürlich, umso niedriger der Zins ist tendenziell dann vorteilhaft fürs Gold, weil dann die Alternative zu Gold, die entgangenen Zinsgewinne halt nicht so teuer sind. Ne? Aber kurzfristig kann das also durchaus auch halt einen anderen Effekt haben, je nachdem, was kommt. Also dann wieder mit diesem Sicherheitsaspekt. Ne, wenn da Aussagen kommen, die zu Unsicherheit am Aktienmarkt tendieren, dann könnte es durchaus sein, dass halt auch Gelder in Gold zum Beispiel gehen. Ne? Oder wenn halt Aussagen kommen, die sehr stark oder sehr positiv für den Aktienmarkt sind, dann kann es durchaus auch sein, dass sogar Gold etwas fällt, einfach weil vielleicht ein bisschen mehr umgeschichtet wird von Gold in Aktien. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Also wie es tatsächlich kommen wird, aber einfach so, dass man weiß, grundsätzlich Zinssenkungen sind für den Goldpreis positiv. Dann von meiner Seite, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass immer so viele Teilnehmer hier sind und auch tatsächlich viele Stammgucker, wie ich das richtig sehe. Also danke dafür für eure Treue. Und dann wünsche ich euch gute Trades. Wie gesagt, viel Spaß, wer heute Abend tradet und viel Erfolg. Und wir hören uns dann beim nächsten Webinar. Ja, super mal. Vielen, vielen Dank für das Webinar heute. Wir machen dann jetzt in 2 Wochen eine kleine Pause und dann geht es im Dezember weiter. Wer von Marc noch was mehr erfahren möchte oder auch hören möchte, der kann ja auch auf der WOT dich ja auch dann sehen und hören. 22. und 23. müsste das Ja, sein. Ja, genau. Freitag und genau. Samstag sind Also dann wir. ich denke, da werden ja auch einige Teilnehmer dann vor Ort sein. Der kann dich dann dort auch antreffen. Ansonsten vielen Dank an alle, die dabei waren und für das Interesse. Noch viel Erfolg heute. Wie gesagt, wie immer bei Zinsentscheid immer ein bisschen aufpassen. Also da entsprechend auch überlegen, ob man zwingend traden muss oder nicht. Ansonsten viel Erfolg. Passen Sie auf viele Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.